है बादम मस्त बादा आशा में आमदियत है बादम मस्त बादा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Atfal-Brüder. Jedes Jahr auf dem Sulana-Ijtima findet das Tischtennisturnier für die Merisagir-Atfal statt, sowie auch für die Merisagir-Atfal. Die Tiffels müssen sich dafür nicht in ihrer Zone qualifizieren, sondern können auf dem Sulana-Ijtima einfach vorbeikommen und an einem Tischtennisturnier hier mit teilnehmen. Wie man schon sehen kann, stehen hier die ganzen Atfal Schlange, damit jeder von ihnen an dem Tischtennisturnier teilnehmen kann. Dazu interviewen wir einige Atfal und fragen sie, woher sie kommen und wie sie das Ijtima finden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie heißt du? Ich heiße Hashirul Haq und komme aus Frankenthal. Wusstest du, dass so ein Tischtennisturnier hier veranstaltet wird? Dass es sehr gut ist und sehr Spaß macht. Hast du dich auch vorbereitet für dieses Tischtennisturnier oder spielst du in deiner Freizeit Tischtennis? Nein, ich spiele nur in meiner Freizeit Tischtennis und ich bin einfach so hierher gekommen, um Tischtennis zu spielen. Okay, als letztes möchte ich dich noch fragen, wie findest du dieses Ijtima hier? Sehr gut, die Sportarten auch alle sehr gut. Jazakallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wie heißt du? Ich heiße Danish Özgür und bin aus Darmstadt. Wusstest du, dass so ein Tischtennisturnier veranstaltet wird? Ja, seit heute. Also. Hast du schon daran teilgenommen? Und wenn ja, hast du gewonnen oder verloren? Ich habe noch nie teilgenommen. Diesmal nehme ich das erste Mal in einem National-Ijtima teil. Und hast du gewonnen? Nein. Als letztes, wie findest du das Ijtima hier? Sehr interessant. Hier gibt es Wissenswettbewerbe, Sportwettbewerbe, viel weiteres. Sagele. Fragen wir Nazim Saab, wie er dieses Tischtennisturnier organisiert hat. Assalamu alaikum Nazim Saab. Können Sie uns sagen, wie Sie dieses Tischtennisturnier organisiert haben bzw. veranstaltet haben? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ja, wir haben uns vorher in der Komitee getroffen und dann haben wir erstmal die Spielmodi besprochen, wie wir spielen wollen. Wir spielen jetzt im einfachen K.O.-System, das heißt, der Gewinner geht weiter und der Verlierer scheidet aus. Wir haben jetzt 4 Platten und dann haben wir uns Netz organisiert und dann haben wir Leihschläger für die Atfal und Bälle, damit sie spielen können. Bei dieser Sportart braucht man Geschicklichkeit, Schnelligkeit und das Auge für den Ball. Zuerst trägt sich jeder Tiffel in einer Liste ein und wird nacheinander von Nazim Saab aufgerufen. Gespielt wird in einem K.O.-System, in dem der Verlierer ausscheidet und der Gewinner eine Runde weiterkommt, bis zum Finale. Schauen wir uns an, wer im Finale gewinnen wird. Gerade findet das Spiel um Platz 3 und das Finale gleichzeitig statt. Gucken wir uns dies kurz an und reden danach mit dem Gewinner. Im Finale werden jeweils 3 Sätze gespielt mit jeweils 11 Punkten. Man sieht zurzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel und ein sehr spannendes Spiel. Liebe Atfal-Brüder, gerade ist das Finale fertig geworden. Neben mir steht der Gewinner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie heißt du und aus welcher Mischung kommst du? Das ist Saqib Samirmir und ich komme aus Mefelnos. Mashallah, du hast den ersten Platz im Tischtennisturnier belegt. Wie fühlst du dich? Gut und es hat sehr Spaß gemacht, hier zu spielen. Spielst du auch im Verein Tischtennis? Ja. Ja. Wie fandest du das Ijtima? Gut und es hat sehr Spaß gemacht, hier zu spielen. Würdest du nächstes Jahr wiederkommen? Ja, ich würde nächstes Jahr wiederkommen. Sag Allah Snaldisa. Liebe Atfal-Brüder, das war eine kurze Einführung in das Tischtennis-Turnier. Bis zum nächsten Jahr. Bis dahin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرغان دام احمد